Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Wir haben heute Mittwoch. Normalerweise müsste ich heute GDP machen oder hätte ich schon machen müssen. Wir haben jetzt bald schon um 2. Aber ich bin noch an den Videos machen für die Kartenset-Reihe, die jetzt ab dem 1. Juni kommt. Also wo dann der erste Schwung kommt quasi. Und habe jetzt gerade Foto gemacht für mein zweites Video, was heute online geht. Und werde jetzt gleich noch die anderen Videos machen. Mal gucken, wie weit ich komme. Weil ich ja immer dann auch das komplette Set bastel. Und dann nochmal am Ganzen zeige. Ja, des Weiteren habe ich heute Post gekriegt. Also ich habe ein Foto gesehen, weiß ungefähr was drin ist. Also ich weiß, es ist von Stampin' Up. Für die Prämienreise. Eine Aloha-Box. Weil die diesjährige Prämienreise wäre ja Hawaii gewesen. Also für die Amerikaner findet sie ja statt. Aber alle anderen von der Welt leider nicht. Und so gab es jetzt ein Päckchen für zu Hause. Und da dachte ich mir, ich packe das mal mit euch zusammen aus. Ich muss erstmal hier wegräumen. So. Ich darf jetzt bloß diese Quittung da nicht beschädigen. Kommt auch direkt von Hawaii, also nicht aus Salt Lake City, sondern aus Huku Lii Place in Kihei. Das ist so surreal, wenn man quasi vom anderen Ende der Welt Post bekommt und eigentlich da nie was zu tun hatte. Die ist schön. Die riecht schon etwas wie "Hope you enjoy this gift of Aloha". Der Rest ist mir jetzt zu anstrengend, zu viel Englisch. So, kommt hier schon ein Duft entgegen. Ja, inside each box we have curated a unique line of gifts we feel support. Also, es sind wohl handgemachte Produkte von einem kleinen Familienunternehmen aus Aloha, aus Hawaii. Okay, ja. Schauen wir mal. Das sind jetzt hier so Stroh drin. Da haben wir jetzt ein bisschen staubig. Hand Cleansing Spray, 63% Alkohol, Rosemary, Lemongrass. Das ist jetzt was zum Händereinigen. Ist blöd, wenn man keine Anleitung beilegt für Leute, die kein Englisch können. Dann haben wir hier Badesalz. Auch etwas staubig. Wenn man immer überlegt, das Ding war in Hawaii, in hawaiianischen Händen. Das ist für mich immer so unglaublich. Also das ist auch handgemacht. Riecht man nichts. Süß. Und was haben wir noch? Staub.
Hawaiian Coconut Salt Bar. Ist das jetzt was zum Essen? Ah, nee, Seife. Die riecht. Oh, die riecht gut. Pineapple Spice. Die riecht eher nach Zimt nicht. Oder ist es? Also nach Coconut riecht es nicht. Nee, oh. Mir kommt das bekannt vor. Nach so einem Bonbon. Komme ich jetzt nicht drauf. Und dann haben wir hier noch ein Lipstick. Lipbalm. Coconut. Ist in so einer Papierverpackung. Mal rein. Muss man das drücken, oder? Ah. Oh, schon für die Lippen. Nicht, dass es für die Hühneraugen ist und ich es mal wieder nicht check. Das ist ein bisschen wie die Creme, die ich früher wenn ich aufs Solarium gegangen bin. Toll. Weckt positive Erinnerungen. Wonach riecht es? Ich komme noch drauf. Ja. Ein kleines Geschenk aus Hawaii. Süß. Tue ja gerade mit Seifen experimentieren. Und apropos, ich habe jetzt meine Seife zum Duschen, also für die Haut, habe ich wieder weitergegeben an meinen Mann. Für mich ist das leider nichts, weil die Haut wird direkt danach, nach dem Abduschen, wird die so stumpf. Und damit habe ich jetzt gar kein Problem. Es ist nur etwas eigenartig. Aber ich merke, wenn ich dann trocken bin und mich dann eincreme, dass die Haut trotzdem unheimlich juckt. Gerade so Oberarme, Oberschenkel. Wahnsinn, da werde ich wahnsinnig. Und habe jetzt gelesen, dieses Stumpfsein, das kommt halt daher, dass diese oberste Hautschicht weggewaschen wird. Ich weiß nicht, warum das gerade bei Seife passiert. Ob die so aggressiv ist, was ich nicht glaube. Also ich habe da jetzt keine Ahnung davon, aber es leuchtet mir ein, dadurch, dass diese Schutzschicht weggewaschen wird, wird die Haut dadurch ausgetrocknet. Und es fühlt sich für mich dann einfach nicht gut an. Ob es so ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Bin da jetzt nicht so, habe mich da jetzt nicht so ganz tief eingelesen, aber ich habe jetzt gemerkt, wir haben jetzt noch von Frosch, weil die auch ziemlich umweltbewusst Produkte herstellen, entschieden. Und da habe ich jetzt so ein Duschbad und habe jetzt mit dem geduscht und das ist nach dem Duschen eincremen einwandfrei. Also kein Jucken mehr und also es muss irgendwas damit zu tun haben. Deswegen habe ich die Seife jetzt ad acta gelegt. Aber für die Hand, sowas kann man ja immer noch nehmen. Also ich freue mich sehr. Weiß jetzt nur noch nicht, Hand Cleansing Spray. Also ich schätze mal irgendwie, wenn man unterwegs ist. Ansonsten muss mein Mann without soap and water. Also ja, ist irgendwas für unterwegs zum Hände reinigen. Gut. Und ein Badesalz. Sind richtige Blüten mit drin, scheinbar. Himalaya-Salz. Hawaiian Sea Salt, Jasminblumen, schön. So, und ich werde jetzt mal mich wieder um die Arbeit kümmern, dass ich das heute fertig bringe. Ich habe heute früh schon nicht gleich angefangen, weil mir es nicht so gut ging. Weil schon heute Nacht schlecht geschlafen. Aber das ist morgen wieder vorbei. Das ist halt das, was man jeden Monat hat. Und ich habe halt immer ein bisschen mehr. Ein bisschen Mimimi. Ja, genau. Ich mache jetzt mal hier weiter. Mache jetzt mal das nächste.
nächste Video. Das brauchen wir dann gleich nochmal. Ja. Guten Morgen. Wir haben heute Donnerstag und ich habe heute Mittag Friseurtermin. Wird mal wieder Zeit. Ja, und eigentlich wollte ich gestern ja einen Termin machen beim Chirurgen, aber da es mir gestern nicht so gut ging und das so ein bisschen, ich so ein bisschen leidig war, war der Mut dahin. Aber ich habe für heute Abend einen Termin gemacht zur Blutspende. Ist viel wichtiger, finde ich. Und ist das auch schon mal ein Highlight. Und gestern Abend hatten wir Veranstaltung, also so ein Zoom-Meeting mit Stampin' Up. Und nebenbei haben wir oder konnten wir den neuen Weihnachtskatalog runterladen. Was haben wir heute? Den 20. Mai. Und wir haben jetzt schon den Weihnachtskatalog. Ach Gott, nee. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen durchgeblättert. Also ist schon wieder sehr schön. Aber ach, ist das schön. Aber ich werde den gleich zumachen und dann bleibt der wieder liegen, bis wir den bestellen können. Ich glaube, ab 1. Juni können wir den bestellen. Das ist ja bald. Mai, Juni, Juli. Nee, ab 1. Juli können wir den bestellen. Moment. Ab 1. Juli können wir den bestellen. Also ist noch ein bisschen Zeit. Und Mitte Juli können wir den dann verschicken. Und der beginnt dann ab 3. August. Also nicht ab dem 1. August, sondern 3. August. Und auch da beginnt dann die zweite Celebration in diesem Jahr. Ich bin sehr gespannt, wie das abläuft. Wird ja ein bisschen anders sein wie die erste. Also es wird Produkte geben und nur solange der Vorrat reicht. Das war meine letzte Info. Also da wird es nicht im zweiten Monat, wenn im ersten Monat irgendwas, was weggeht wie warme Semmeln, da wird halt nichts mehr nachgeliefert. Bin ich sehr gespannt, wie das ist, ob das eintritt und mal gucken. Ja, das heißt, ich werde jetzt gleich den Katalog zumachen und erst wieder zum 1. Juli reinschauen. Weil dann können wir auch als Demonstrator dann vorbestellen. Das ist halt so ein großer Vorteil, wenn man eben Demonstrator ist. Dann kann man früher reinschauen und auch schon früher bestellen. Das ist schon fein. Wobei, wie gesagt, auch selbst im Juli wird mein Verlangen nach Weihnachten genauso stark sein wie jetzt. Nämlich gar nicht. Im Moment sehne ich mich dann doch erstmal nach Sonnenschein. Sonnenschein und Schnee, das wäre es doch. Und so 15 Grad, das wäre Traum. Nicht kälter, nicht wärmer. Ja.
Aber es wird wieder sehr schön und teuer. Ja, wie gesagt, heute noch Friseur und Blutspender. Und morgen, weiß ich nur, habe ich ein Telefonat, was wichtig ist. Ansonsten werde ich weiterhin meine Videos machen. Ich noch drei Projektsets habe ich, Kartensets habe ich offen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich habe jetzt doch die Sets ohne Stempelsets auch noch bestellt. Ich glaube, das ist dann doch bestimmt auch interessant. Ich denke mal, man kann die Sets dann halt dann nicht mehr groß weiterverwenden, weil ja keine Sachen drin sind, die dann nicht aufgebraucht sind. Vielleicht Kleber, wer weiß. Aber es ist ja kein Stempelset, kein Stempelkissen, kein Block drin für die Stempelsets. Aber gucken. Ich weiß, dass die Sets in drei Sprachen gibt. Und das sind die Texte für die Karten, sind dann gedruckt. Also so wie ich es gesehen habe, auch ausgeschnitten, vorausgeschnitten. Also brauchen wir dann auch noch rausbrechen. Und dann kann man die Texte halt so benutzen. Und da wird es dann wahrscheinlich in drei verschiedenen Sprachen geben. Vielleicht kann man dann eben auch Karten mit englischen Sprüchen genauso noch weiter basteln. Gehe ich mal davon aus. Naja, mal gucken. Ich habe es jetzt mal bestellt. Mal gucken, wann die kommen. Bis dahin habe ich ja noch die mit den Stempelsets. Muss dann auch noch die Designerpapiere endlich machen. Mal gucken, wie das heute endlich mal dazwischen schieben kann. Ja, ich werde jetzt mal hier Videos machen. Ich habe noch drei Boxen, hatte ich ja gesagt. Mal gucken, welches mir als nächstes nehmen. Ach, nehmen wir jetzt mal das Maritime. Da bin ich auch sehr gespannt. Genau. Und wenn ich dann wieder das Projektkit dann zu Ende bastel, lasse ich da wieder die Kamera mitlaufen, dass ihr ein bisschen zuschauen könnt.
Freitag. Und wir haben es auch gleich schon um 4. Ich habe es eben jetzt einen Vlog geschnitten. Der lädt jetzt hoch. Und mein Mann hat mir lecker Kuchen heute mitgebracht vom Bäcker und trinke jetzt gerade noch meinen Kaffee. Irgendwie seit gestern, seit wir von der Blutspende heim sind, tränt mir dieses eine Auge. Es ist aber nichts zu sehen und es ist auch gefühlt nichts drin. Keine Ahnung warum. Ja, und gestern bei der Blutspende war schon ein bisschen was los. Ja, und mein Hämoglobinwert war wohl grenzwertig. Ich durfte aber trotzdem spenden. Ja, deswegen habe ich mir heute mal roten Saft mit Eisen gegönnt. Muss ich vielleicht noch mehr darauf achten, dass da auch so ein gesundes Gleichgewicht ist. Ja, genau. Ich wollte heute eigentlich dann auch noch von den Kartensets noch eine Folge drehen, aber das nervt. Also bist ständig am Gucken und Drehen und Drücken und ja, deswegen werde ich wohl heute mal aussetzen. Aber ich habe ja für heute schon gedreht, also es geht ja heute noch online. Muss dann nur morgen dann, muss ich es dann machen. Ja, und ich hatte ja erzählt, ne, dass ich die anderen Sets jetzt auch noch bestellt habe, ohne die ohne Stempelset. Die sind auch schon unterwegs. War jetzt relativ schnell. Bin begeistert. Die werden da wahrscheinlich morgen kommen. Ja, genau. Also heute war jetzt nicht so viel passiert. Paar Bestellungen noch gemacht. Ich werde jetzt mal das Thumbnail noch machen für den Vlog und die Beschreibung, dass das dann auch online gehen kann. Und dann mal gucken, was noch so ist. Einer muss dann noch Essen kochen. Heute gibt es irgendwas mit Königsberger Klopse, glaube ich. Aber mit Brokkoli. Also ich mag Brokkoli, aber Königsberger Klopse. Naja, irgendein gesunder Anteil muss ja drin sein. Ja, mal schauen. Und dann werde ich wahrscheinlich heute früher Feierabend machen. Ich habe jetzt hier einen Filmtipp gekriegt auf Prime, den ich mir mal heute anschauen wollen würde. Mal gucken. Bin gespannt. Samstag und das Übliche, haben heute wieder die Bude geputzt und jetzt muss ich noch kurz Versandmails machen. Sind heute wieder ein paar Bestellungen verschickt worden. Meine Bestellung ist heute auch gekommen, also die Kartenkits ohne Stempelset, hatte ich ja gesagt. Dass ich sie jetzt doch bestellt habe, um sie halt zu zeigen, weil dann kann ja jeder selber entscheiden, wenn man schon nicht großes Bildmaterial vorher hat, vielleicht eben anhand des Videos dann eben entscheiden, ob es was für einen ist. Genau. Das heißt, ich werde jetzt die Versandmails machen. Tränt immer noch. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas ins Auge gekriegt habe, was ein bisschen eine Verletzung verursacht hat. Aber ich merke auch nicht, dass irgendein Fremdkörper drin ist. Also keine Ahnung.
Ja, und dann werde ich das nächste Video machen, das dann heute online geht. Dann morgen habe ich schon 4. Ja, genau. Die 2 noch und dann noch 4 ohne Stempelset. Und dann sind schon wieder alle 10 online. Ging ja fix. Ich habe heute auch noch ganz liebe Post gekriegt von der Martha, von meiner lieben Martha. Werde ich nachher mal auspacken. Bin gespannt, was drin ist. Ja, aber das machen wir später. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oh, habe ich wieder Bett frisch bezogen, freue ich mich schon immer. So wie in einem Hotel. Die ist so verrückt. Ah. Jetzt die Videos fertig mit den Stempelsets. Der rendert die gerade im Programm, die Videos. Fotos habe ich auch gemacht. Genau, und dann werde ich jetzt dann gleich noch das erste Video schneiden für heute. Und ich werde jetzt aber erstmal meine Martha anrufen und mit ihr zusammen das Paket auspacken. Bei dir? Auch gut. Was war ich aufgemacht? Nee, da ist irgendwas zu saufen drinne. Ich hör's schon schwabbeln. Mach ich jetzt mit dir auf. Aber das ist nichts Besonderes, es ist nur eine Kleinigkeit. Dafür ist aber ein großer Karton. Weil ich nichts anderes hatte. Achso. Tada! Gestern das Video gesehen. Ja, zu saufen. Ah. Okay. Jetzt kommt die Sonne hier rum. Jetzt auch. Krass. Ich glaube, ich hatte hier noch nie Sonne. Aber es ist halt, ne? Je nach Jahreszeit merken wir eben, voll dunkel. Jetzt auch. Oh, Wahnsinn. Bin ja froh, wenn überhaupt die Sonne scheint. Ja, habt ihr ja gesehen ungefähr, was im Paket war. Meine liebe Martha hat mir... Jetzt wird es aber blöd.
hat mir Red Bull, so, Red Bull mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also Acai gibt es noch und Wassermelone, Tropical und Heidelbeere. Ich mag ja Red Bull sehr gerne. Früher auch ständig getrunken. Und Martha hatte letztens erzählt, dass sie eben Red Bull Wassermelone gekauft hat. Und dann so, okay. Also ich finde ja Red Bull an sich schon sehr lecker mit dem Gummibärchen-Geschmack. Aber wenn da noch so ein anderer Flavor mit reinkommt, und Wassermelone mag ich auch gern, dann habe ich sie gebeten, ob sie mir eben mal sowas besorgt. Und ja, dann hat sie mir gleich noch ein paar mehr besorgt. Und ich hatte jetzt Kokosblaubeere als erstes getrunken, weil ich eigentlich Kokos nicht so mag. Also in Lebensmitteln mag ich keinen Kokosgeschmack. Kokos selber esse ich unheimlich gerne. Und ich dachte, naja, ich mache es ja immer so, dass ich das weniger Leckere zuerst esse und mir das Leckerste zum Schluss aufhebe. Also es ist immer so, auch wenn ich einen Teller mit Essen vor mir habe, immer ist das gegessen. Wenn ich es dann esse, kommt ja immer dazu, wird immer erst das gegessen, was nicht so gut ist. Und das Beste kommt dann zum Schluss. Einfach, dass der Geschmack länger anhält. Und ja, jetzt habe ich die Büchse hier getrunken mit Kokosblaubeere und war eigentlich sehr lecker. Riecht gut, schmeckt gut. Also, also das war gar nicht so schlecht. Mal gucken, wie die anderen schmecken. Die werde ich mir jetzt mal in den Kühlschrank packen. Ach ja, und da war ja noch eine Karte dabei. So schön. Ja. Ach, sie ist gleich weg. Jetzt sehe ich nichts mehr. Hat sie mir noch eine Karte gemacht. Also ein kleines Mini-Album. Zehn. Mit neuen Standsformen hier aus dem neuen Katalog. Und zu meinem 23. Meilenstein, den ich jetzt erreicht habe, wollte sie mir gratulieren. Genau, und hat mir dann dieses kleine Mini-Album gemacht dafür. Hatte ich auch schon mal als Video, kann ich ja mal hier verlinken. Oder hier. Hier. Ich glaube ja. Kann ich ja da mal verlinken. Und sie hat da auch ein Video drüber gemacht, wie sie ihrs erstellt hat. Mega schön. Also ich finde die Farben schön. Also schöne Kombination. Toll. Ja, dann haben wir gesehen, unser Nachbar hat heute seinen Tesla bekommen. Er hat ja jetzt auch aufgrund dessen, weil wir ja einen haben, Blut geleckt quasi. Dann haben wir mal eine Proberunde gedreht, oder mein Mann hat eher mit ihm eine Proberunde gedreht, und ja, jetzt haben sie sich halt einen Tesla gegönnt und der kam heute endlich nach 8 Wochen, keine Ahnung, und alle mega happy. Und dazu kam gestern unsere Zuschussbewilligung. Wenn du ein Elektroauto kaufst, kriegst du ja vom Staat einen Zuschuss. Das kam gestern. Ist auch schön. Ja, ich habe jetzt gerade das Video online gestellt für das 5. Kartenset. Und wir haben jetzt 6:30, das heißt, ich gehe jetzt auf meine Knautsch. Ja, bin fertig. Mein Auge nervt. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist einfach, ich reibe auch nicht rum. Ich tue nur ab und zu hier den Tropfen weg tupfen. Aber es ist irgendwie nervig. Wer weiß. Vielleicht ist morgen wieder weg. Ja. Ja, E-Mails sind auch alle aufgeräumt. Das heißt, ich gehe jetzt hoch.
wird man noch ein Eis mitnehmen. Und ein, wir haben jetzt wieder Gösser gekauft. Das ist ja Bier mit Zitronenlimonade, also wie ein Radler. Aber das Gösser ist nochmal so ein Ticken, also so direkt aus der Flasche. Der Mix ist gut von diesem Zitronigen und Bier. Ist ein unheimlich tolles Erfrischungsgetränk. Haben wir uns mal wieder einen Kasten gegönnt. Dann werde ich mir jetzt noch eine Flasche mitnehmen. Ja, und Feierabend machen. Wir sehen uns dann morgen wieder. So, ich filme jetzt gerade meinen Vlog mit der Handykamera, weil mir diese hier abgestürzt ist, wie man sehen kann. Ist das Display wirklich im Arsch. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob man das irgendwie vielleicht nur das Display austauschen kann. Oder es gibt eine neue Kamera. Ja, eigentlich wollte ich nämlich gerade das Papier zuschneiden und wollte euch hier oben hinstellen, dass ihr dann mir zuschauen könnt. Und ich habe leider die Neigung von der Kamera. Die war zu weit unten. Und wenn die nicht auf so einem Standbein ist, ist die vorne so schwer, dass die halt überkippt. Und wenn ich eben nicht darauf achte, dass die auf so einem Standbein steht, hängt, wie auch immer man das jetzt sagt. Ja, ich habe die halt losgelassen und mich sofort rumgedreht und dann zack, ist auch schon passiert. Naja, jetzt muss ich mir irgendwie vorübergehend was anderes einfallen lassen. Mein Mann schaut jetzt mal und aber wer weiß, vielleicht reicht das ja auch, mein Handy zu filmen. Mal gucken. Ich muss mal schauen. Also, vielleicht reicht es ja, wenn man wirklich nur das Display austauschen kann. Und dann nicht die ganze Kamera. Jetzt um 10 abends und ich hätte jetzt fast vergessen, den Vlog zu beenden. Ich habe jetzt noch schnell die Mülltonne rausgeschafft und ja, dabei fiel mir jetzt ein, ich muss ja noch Tschüss sagen. Ja, ich hoffe, dass mit dem Handyfilm funktioniert gut, dass das halt eine gute Alternative ist und vielleicht sogar die Kamera ablöst. Ich bin sehr gespannt und ja. Bis hierhin, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Ich melde mich mal kurz aus meinem Schnittprogramm. Habe jetzt gerade erst festgestellt, dass ja das Problem mit dem Ton leider schon 2 Tage vorher anfing. Und ich habe das leider nicht gemerkt. Ich habe mir jetzt leider nicht immer jedes Video angeguckt, ob es geklappt hat. Ja, das Problem tritt leider im neuen Vlog auch schon auf. Ich wollte jetzt halt bloß kurz noch einen Nachtrag zu dem Vlog, damit er jetzt nicht denkt, wieso aus? Tschüss. Ich musste 2 Tage Schnitt wegschmeißen, weil kein Ton drauf war. Also war einfach nur Stummfilm. Ich hoffe mal, dass da war jetzt nichts ultra Spannendes dabei. Gehe ich mal davon aus. Ja, ich weiß aber jetzt, dass ich da mehr drauf achten muss. Und ja, daher wundert euch nicht. Ich filme nach wie vor mit dem Handy und schaue, dass wirklich, dass es jetzt möglichst alles passt. Also, wir sehen uns dann im nächsten Vlog wieder und danke fürs Zuschauen.